Hallo und herzlich willkommen zurück zur Super Funtime. Mein Name ist Steve Parker und ich bringe euch heute ein weiteres spannendes Pokémon X und Y Wi-Fi Battle. Bevor wir hier anfangen, möchte ich mich nochmal entschuldigen, dass ich ein bisschen langsamer war in den letzten Wochen, was sowas wie Kampfanfragen angeht oder Antworten auf Kommentare oder überhaupt Aktivität auf dem Kanal. Aber vielleicht haben es einige ja mitbekommen, dass ich immer so ein bisschen gesagt habe, dass ich so ein bisschen schniefe, bisschen Husten habe und das in den letzten paar Tagen so ein bisschen eskaliert. Ich lag mit Fieber im Bett und war so nicht die schönste Zeit, würde ich mal sagen. Und ich hätte auch nicht gut kommentieren können. Ich hatte so ein total lustiges Spray für den Mund, das einfach quasi den ganzen Mundraum betäubt. Mittlerweile geht es, man hört es aber wahrscheinlich immer noch, dass ich ein bisschen nasal rede, auch ein bisschen nebenher huste oder die Stimme allgemein so ein bisschen gelitten hat, aber nichtsdestotrotz möchte ich euch eure wöchentliche Portion Pokémon X und Y und Wi-Fi Battles nicht verwehren, deswegen freut euch, heute gibt es mal wieder einen kleinen spannenden Kampf, aber bitte verzeiht es mir, wenn ich dieses Mal nicht mit vollen Emotionen hier kommentieren kann, denn jedes etwas lautere Wort tut ein bisschen weh in der Brust und im Hals, deswegen diesmal heute ein relativ ruhiger und seriöser Tag mit mir an dieser Stelle. Außerdem ein wichtiges Thema möchte ich noch ansprechen, und zwar danke ich euch herzlichst für die 4000 Abonnentengrenze, die wir an diesem Wochenende gesprengt haben. Ich bin absolut baff, dass wir es so weit mit diesem Kanal geschafft haben. Also ich weiß, das verliert, ich sag das bei jeder 1000er Grenze und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass viele Leute sagen, ach, der sagt das nur so, aber es ist wirklich eine unglaublich große Ehre, dass mich wirklich 4000 Leute abonniert haben, wirklich so viele Leute bei den Pokémon X und Y und Wi-Fi Kämpfen so mitfiebern und mir schreiben, dass sie das total toll finden und ich bin richtig, richtig happy. Ich bin also wirklich, vielen Dank, dass ihr alle dabei seid. Ich habe mir tatsächlich vorgenommen, bei der 5000 Abonnentengrenze was Spezielles zu machen. Höchstwahrscheinlich wird das ein bisschen längerer Livestream sein, wahrscheinlich auch mit Facecam und allem drum und dran, alles schön. Also bei der nächsten 1000er Grenze werden wir Super Funtime auf die nächste Ebene bringen, würde ich beinahe sagen. Aber genug geredet, wir wollen uns hier angucken, welches Pokémon-Team ich hier an den Start gebracht habe. Und zwar habe ich die letzten Tage im Bett so ein bisschen an ein Voltturn-Team rumgebastelt. Voltturn heißt ein Team, das sich so ein bisschen auf die Moves Voltwechsel und Kehrtwende stützt. Also sehr viel mit Switch-Advantage und Momentum sich beschäftigt, wie das im Englischen so schön heißt. Also immer das richtige Pokémon draußen zu haben oder den Schwung durch einen Wechsel zu verlieren. Das ganze Team ist eher auf das UU-Meta ausgelegt, da ich in den letzten Tagen auch viele Kampfanfragen bekommen habe, die UU-Kämpfe gefordert haben, deswegen an dieser Stelle keine Pokémon wie Rotom oder Sherox zum Beispiel, die ja auch sehr, sehr stark von Kehrtwende bzw. von Voltwechseln profitieren können. Wishu und X-Bud sind hier die Haupt-Damage-Dealer, können sehr, sehr guten Schaden machen. Wishu trägt hier den Leben-Orb, um den Schaden weiter zu maximieren. Den Recall-Damage, den er durch den Leben-Orb bekommt, kann er zudem mit seiner Fähigkeit Beleberkraft auch relativ gut wegstecken. Ganz besonders, wenn er, wie gesagt, die Kehrtwende hier einsetzt, kann er richtig guten Schaden drücken, sich direkt gegenheilen und mir direkt die Switch-Advantage beschaffen. Deswegen hier eine sehr, sehr schöne Synergie aus diesen drei Sachen. Außerdem sind wir hier komplett in die Initiative investiert und mit einer Base von 105 in diesem Wert sind wir auch sehr, sehr gut in der Lage, sehr viele Threads outzuspeeden. Das X-Bug tritt hier ein Wahlband, macht es also zu einem sehr, sehr gefährlichen Pokémon, das hoffentlich die Gelegenheit bekommt, im Late-Game einen Sweep anzusetzen. Mit einem Sturzflug wird es hier auf jeden Fall einen extrem guten Schaden machen können, der von kaum einem Pokémon gut aufgehalten werden kann. Als alternative Schadensquelle haben wir dazu noch den Giftstreich im Set, macht zwar weniger Schaden und kann von Stahl-Pokémon komplett aufgehalten werden, dafür kriegen wir aber keinen Recall-Damage, den wir sonst vom Sturzflug bekommen würden. Und natürlich haben wir auch in diesem Set die Kehrtwende, welches durch das Wahlband relativ guten Schaden machen wird und uns wie auch dem Rest des Teams eine schöne Sweet Advantage beschaffen wird. Das Ampharos wird hier als langsamer Voltwechsler genutzt. Der Vorteil, wenn ein Voltwechsler langsam ist, ist, dass der Gegner erstmal eine Attacke macht und ich so die Gelegenheit bekomme, ein anderes Pokémon reinzuwechseln, ohne dass dieses Schaden kassiert. Vom Investment her ist dieses Ampharos auch relativ bulky aufgestellt mit einem kompletten Investment in HP, damit es auch den einen oder anderen Treffer gut einstecken kann. Dazu ist es noch Elektro und Drache, kann also auch relativ viele Resistenzen an den Start bringen, die im UU-Meta gerade sehr beliebt sind. Aeopteryx ist in dieser Teamzusammenstellung ein sehr vielseitiges Pokémon, kann zum einen sehr gut Schaden drücken, da die Statuswerte relativ gut aufgestellt sind, solange es über 50% Health hat, da sonst die Fähigkeit Schwächling alle Statuswerte um die Hälfte reduziert, beziehungsweise alle offensiven Statuswerte um die Hälfte reduziert, aber bis dahin wird es richtig, richtig guten Schaden drücken, trägt dazu auch noch den Varscher und da es sowieso ein sehr, sehr schnelles Pokémon ist, werde ich damit höchstwahrscheinlich die meisten anderen Pokémon, sofern sie nicht auch Varscher-User sind, outspeeden können.
Zudem habe ich mit dem Move Wechsel dich die Möglichkeit, den Walscha an andere Pokémon weiterzugeben und somit zum Beispiel andere Supporter relativ nutzlos zu machen. Und außerdem habe ich dazu auch noch das Auflockern im Set, dass das auch so kriege ich Tarnsteine oder andere Hazards vom Feld. Also auch hier ein sehr, sehr vielseitiges und schönes Pokémon, das man leider sehr, sehr selten sieht. Nachtara und Sumpex sind hier mein defensiver Kern. Beide sind physisch defensiv ausgelegt, da es meiner Meinung nach momentan sehr wenige spezial offensive Threats gibt, die ich sonst nicht gehandelt bekomme. Beide nutzen hier relativ bekannte Sets. Nachtara ist hier der Wish-Supporter, hat also den Wunschtraum drauf und kann so relativ vielen Pokémon in meinem Team ganz gut aushelfen. Sumpex hat dazu auch noch die Möglichkeit, die Tarnsteine auszulegen. Wie gesagt, nichts Spezielles hier. Es sind auch die zwei einzigen Pokémon, die keinen Wechsel-Move haben, also weder Voltwechsel noch Kehrtwende. Aber trotzdem, einen defensiven Kern muss man bei dieser Teamzusammenstellung schon haben, da viele meiner anderen Pokémon sehr fragil sind. Der Gegner diese Woche bringt mal wieder ein richtig, richtig starkes Team mit und das sieht man, glaube ich, auch schon, dass da die Kommunikation nicht ganz gestimmt hat. Ich habe nämlich vor dem Match ausdrücklich um ein Yu-Yu-Battle gebeten, beziehungsweise auch schon vor dem Kampf. In Pokémon gibt es ja dieses Shoutout-Menü, wo man irgendwie Nachrichten schicken kann. Da habe ich auch gesagt, hier bitte Yu-Yu mitbringen. Meinte, ja, ja, mache ich, aber so richtig nach Yu-Yu sieht das nicht aus, aber ich lasse mich trotzdem nicht entmutigen und habe trotzdem mal das Kämpfchen gewagt. Allgemein sieht sein Team an dieser Stelle sehr ausgewogen aus und sehr, sehr schön. Ist zwar sehr stark offensiv ausgelegt, aber trotzdem mit diesen Typ-Zusammensetzungen kann er auf jeden Fall sehr, sehr viele Resistenzen gegen sehr gängige Attacken aufweisen. Die größten Sorgen bereiten mir hier an dieser Stelle das Krebutak und das Scherox. Beide Pokémon können unglaublich harten Schaden ausführen und haben dazu auch noch die Möglichkeit, auf Prioritätsangriffe zurückzugreifen, die mir in meinem Team leider ein bisschen fehlen, außer vielleicht beim Wishu, welches einen Mogelhieb trägt. Aber ansonsten habe ich hier nicht viele Optionen, um gegen andere Prioritätsmoves irgendwas großartig austeilen zu können. Mit Knackhack hatte er ebenfalls ein sehr, sehr schnelles Pokémon, gegen das ich gar nicht mal so viel austeilen kann, da ich keinen Ice-Type-Move in meinem Set drin habe. Wie gesagt, befindet sich mein Team in einem relativ frühen Stadium, das heißt, da gibt es sicher noch ganz viele Ecken und Kanten, wo ich noch ein bisschen schleifen kann und ein bisschen die Schwächen raus reduzieren kann. Aber labern wir nicht so lange um den heißen Brei herum, denn ihr seid hier, um ein spannendes Pokémon X und Y Wi-Fi-Battle zu sehen. Genau, das solltet ihr bekommen. Viel Spaß dabei. So, und los geht die wilde Fahrt, die wir erstmal öffnen mit unseren Aeopteryx. Wie gesagt, der Gegner wird nichts haben, was ihn outspeeden kann, außer er spielt hier irgendwie ein crazy Set mit einem gescarften Quajutsu oder sowas. Aber er öffnet hier mit seinem Gardevoir völlig okay, denn er kopiert erstmal meine Fähigkeit, die ihm absolut gar nichts bringt, sondern theoretisch auch noch verschlechtert. Das heißt, ich gehe hier eigentlich schon fast davon aus, dass er hier Rohrs wechseln wird. Und das ist eine gute Gelegenheit, denn ich kann hier die Kehrtwende ansetzen. Erstmal gucken, was er benutzt. Wir werden zwar wahrscheinlich nicht so viel Schaden an diesem Rotom Wash machen, aber jedes kleine Fünkchen ist ganz gut, denn so kriegen wir auf jeden Fall die Switch Advantage. Wir haben zwar nichts richtig Gutes gegen einen Rotom, denn wie gesagt, mein Team ist eigentlich ein bisschen weniger auf das OU-Metagame ausgelegt, deswegen auch da leider kein guter Counter gegen Rotom. Trotzdem kriegen wir mit einem Mogelhieb ganz passablen Schaden hier rein. Wir werden auf jeden Fall schneller sein als der Gegner, können also hier nochmal auf die Kehrtwende gehen, heilen uns damit, da wir die Beleberkraft auf diesem Wishu haben. Und da wir sehen, dass der Gegner hier mit seinem Rotom drin bleibt, ist eigentlich fast zu erwarten, dass hier auf das Irrlicht gehen wird. Also würde sich auf jeden Fall anbieten. Deswegen wechsle ich hier in meine Nachtara rein. Ist zwar physisch defensiv, also wenn jetzt ein Hydro-Pump kommt, wird das auf jeden Fall auch ganz guten Schaden machen. Aber er geht tatsächlich auf das Irrlicht. Das ist nämlich perfekt. Wir werden zwar verbrannt, da können wir nichts gegen machen, aber wir haben hier auf diesem Nachtara die Fähigkeit Synchro. Das heißt, damit kriegen wir auch das gegnerische Rotom verbrannt. Das ist natürlich auf einem bulkigen Pokémon, welches hier wahrscheinlich in der Teamkomposition des Gegners ein Tank ist. Sehr, sehr praktisch. Der Gegner beschließt an dieser Stelle rauszuwechseln. Ich bin meinerseits auf den Wunschtraum gegangen. Einfach nur, um gleich ganz viele Optionen zu haben. Entweder wechsle ich raus, je nachdem, was der Gegner einwechselt und kann dann quasi mehr oder weniger sicher einen Treffer einstecken und mich dann direkt gegenhalten. Der Gegner wechselt aber hier Scherox rein, was vollkommen okay für mich ist. Ich weiß, dass ich eine Kehrtwende auf jeden Fall überleben werde und dass ein Schmarotzer je nach Investment vom Gegner auch richtig, richtig guten Schaden machen wird. Besonders, wenn er hier es wagt, auf einen Schwerttanz zu gehen. Aber gleich kommt wirklich die absolut größte Überraschung überhaupt. Der Gegner benutzt hier die Kehrtwende. Ich war mir eigentlich relativ sicher, dass ich überleben werde, aber aus irgendeinem Grund. Ich habe es hinterher noch 10-mal nachkalkuliert mit allen möglichen Optionen. Also höchstwahrscheinlich würde der Gegner hier ein Walband tragen, aber selbst dann ist es auf keinen Fall ein One-Hit-KO. Ich habe zwar ein ganz kleines bisschen Schaden vorher bekommen, aber trotzdem ein physisch defensives Nachtara dürfte hier nicht dran sterben. Ein Crit war es auch nicht, also übelste schwarze Magie, die hier am Werk ist. Also wie gesagt, null Ahnung, wie mich das hätte besiegen können. Das wäre so schön gewesen, ich hätte jetzt hier ein bisschen Schaden auf das Gardevoir drauf bekommen und vor allen Dingen hätte ich mich mit dem Wunschraum direkt gegengehalten und ich habe hier nutzloserweise meine Nachtara verloren. Schade, aber trotzdem, damit muss man wohl jetzt leben.
Nachdem das Nachtara besiegt worden ist, habe ich hier wieder mein Aeopteryx reingewechselt und der Gegner mit seinem Gardevoir die Fähigkeit Schwächling kopiert, damit es absolut hier nicht zum Sweep ansetzen kann. Ich wusste, dass der Gegner dann rauswechselt, wieder in seinen Scherox, wieder. Ach, das Ding wird mir absolut Albträume bereiten heute Nacht. Und ja, ich hole hier meinen Simpex rein, meine zweite physische Wall. Der Gegner hat hier höchstwahrscheinlich den Beulenhelm gerochen und wechselt deswegen nicht mit Kehrtwende raus, sondern ganz hart. Deswegen sehe ich hier eine ganz gute Gelegenheit, die Talsteine rauszubekommen, denn ich sehe auch keinen richtigen Spinner im gegnerischen Team. Und an dieser Stelle kommt leider ein relativ großes Missplay meinerseits. Ich hätte eigentlich wissen müssen, dass dieses Rotom ein Chesto-Resto-Set ist, weil ich keine Überreste oder sonst irgendwas gesehen habe, auch kein Wahl-Item. Und ich habe hier eigentlich erwartet, dass hier nochmal auf das Irrlicht gehen wird, um mich zu verbrennen. Deswegen habe ich einfach gehofft, komm, hier einfach nochmal ein Siedewasser plus noch den Burn-Damage. Das wird auf jeden Fall reichen, um dieses Rotom zu besiegen. Aber leider bringt mir das nichts. Ich verschwende diesen Zug fast komplett. Ich mache zwar okay gegen Schaden, da es ein Crit ist, aber trotzdem, ich hätte hier lieber rauswechseln sollen, dann irgendwas reinbringen sollen, was dieses Rotom wirklich bedroht. Aber schade, leider ein bisschen schlecht von mir gespielt an dieser Stelle. Dennoch haben wir hier eine gute Gelegenheit, das Toxin rauszubekommen, ist halt wie gesagt gegen einen Tank relativ gut, auch wenn er im späteren Verlauf des Kampfes wieder die Gelegenheit haben wird, mit einer weiteren Erholung diesen Status wegzuwerfen, aber er hat keine Beere mehr, um sich vom Schlaf sofort zu befreien, insofern eigentlich eine ganz gute Win-Win-Situation für uns. Der Gegner weiß, dass er hier offensiv nichts gegen das Sumpex machen kann, wechselt er hier raus und holt sein Gardevoir rein. Wir wechseln aber ebenfalls raus, haben uns für das Ampharos entschieden. Nicht wirklich das beste Matchup gegen Gardevoir, besonders wenn wir uns mega entwickeln, dann haben wir eine Schwäche gegenüber vielen Attacken, aber trotzdem, wir sind ein Volt-Turn-Team, das heißt, wir haben da auf jeden Fall die Gelegenheit, eine schöne Switch-Advantage für uns zu beschaffen. Problematisch an dieser Stelle ist leider nur, dass der Gegner ein Knackerack im Team hat, also einen Bodentyp, der unter Umständen den Voltwechsel hier erwarten würde. Der Gegner benutzt hier den Psy-Shock, macht ganz guten Schaden. Ich bin total fasziniert, dass es eigentlich so wenig dann am Ende gemacht hat, gerade weil ich nicht mega entwickelt bin. Also ja, Ampharos, super tolles Pokémon und macht richtig, richtig guten Schaden mit dem Voltwechsel. Also bin eigentlich absolut begeistert, wie das hier ausgegangen ist. Und wir kriegen hier die Switch Advantage in unser Pinky, unser schönes X-Bud und können hier den Gegner auf jeden Fall erstmal rauskehren. Ich wollte an dieser Stelle erstmal nicht auf den Sturzflug gehen, denn ich hätte eigentlich eher den Wechsel in das Rotom erwartet als in das Scherox, denn ein Brave Bird, ein Sturzflug hätte auf jeden Fall das Scherox absolut eliminiert und deswegen bin ich eher auf den Giftstreich gegangen. Natürlich hat es dann am Ende ganz gut für den Gegner funktioniert, gerade weil er noch die Verfolgung drauf hat, also hier auf meinen Sweeper noch ein bisschen Schaden drauf macht, das ist natürlich super, super bitter, also ein bisschen zu krass overpredicted von mir, aber auch wieder eine sehr, sehr mutige Aktion vom Gegner, denn wie gesagt, Sturzflug hätte auf jeden Fall hier diesen gigantischen Threat namens Scherox eliminiert, aber na gut, es hat hier funktioniert. Mittlerweile stehen wir auch mit unseren Sumpex ein Quajutsu gegenüber, eigentlich auch kein gutes Matchup für uns, gerade da ein Strauchler relativ obvious ist auf einem Quajutsu heutzutage. Deswegen bin ich hier auf jeden Fall gezwungen rauszuwechseln, obwohl wir mit einem Siedewasser relativ guten Schaden machen, auch wenn der Gegner hier resistet. Aber Quajutsu ist auch nicht der Tank vor den Herren, deswegen ist das eigentlich auch gar nicht so die große Überraschung. Wir nutzen hier aber wieder die Gelegenheit, in ein Aeopteryx reinzuwechseln, da, wie gesagt, ich habe eigentlich erwartet, dass hier auf den Strauchler gehen wird und das würden wir noch einigermaßen gut abfangen, aber er benutzt leider die Finsteraura, wird leider mehr als 50% Schaden machen, das ist unsere Schwächling-Fähigkeit, macht jetzt dieses Pokémon absolut nutzlos. Ich habe hier aber trotzdem gehofft, dass wir mit einer Kehrtwende das Ding aus dem Kampf rausnehmen, aber es reicht leider knapp nicht. Wie gesagt, hätten wir den Schwächling Malus nicht drauf, dann hätte es auf jeden Fall gereicht. Das wäre schon mal ein schönes Matchup gewesen, aber leider wird uns das hier nicht geschenkt. Aber trotzdem haben wir es geschafft, das Quajutsu in einen Bereich zu bringen, wo die Tarnsteine auf jeden Fall genug Schaden machen würden, um es zu besiegen. Wir wechseln hier weiter nochmal in das Wishu rein, da wir so auf jeden Fall die Gelegenheit haben, uns noch gegenzuheilen mit unserer Beleberkraft, wenn wir rauswechseln und wenn der Gegner hier weiter auf die Finsteraura geht, was er auch gemacht hat, dem resisten wir sogar. Das heißt, wir stehen noch besser da und können dieses Quajutsu auch endlich mit einem Mogelhieb aus dem Kampf nehmen. Der Gegner wäre hier wahrscheinlich nicht mehr rausgewechselt, da wie gesagt Tarnsteine hier auf jeden Fall gereicht hätten, wenn er wieder mit dem Quajutsu reinwechselt, um es zu besiegen. Deswegen ein großer gefährlicher Threat aus dem gegnerischen Team ist schon mal raus, aber davon hat der Gegner ja genug. Zum Beispiel dieses Krebotag, was ebenfalls ein viel, viel zu starkes Pokémon ist und ich habe viel zu wenig, was ich wirklich effektiv dagegen machen kann. Er kriegt hier zwar immer noch ganz guten Schaden durch den Beulenhelm und noch durch den Lebenorb, den er auf diesen Krebotag drauf hat. Sieht man tatsächlich gar nicht mehr so oft. Ich kenne fast nur noch das Fokusgurt-Set, aber wie gesagt, in diesem Fall ist es sogar noch besser für den Gegner, denn so könnte er unter Umständen so einen Krebotag-Sweep ansetzen, auch wenn der Recoil-Damage relativ groß ist. Deswegen wechselt der Gegner hier raus, will nicht noch mehr Beulenhelm-Schaden kassieren, auch wenn er hier die Gelegenheit hätte, mit einem Abschlag dieses Sumpex aus dem Kampf rauszunehmen. Wir sind hier auf das Siedewasser gegangen, einfach nur um ein bisschen extra Schaden drauf zu machen und der Gegner wechselt hier in ein Rotom rein, da er weiß, dass er meinen kompletten Set hier resisten kann. Toxin würde nichts bringen, Tarnstein würde nichts bringen, Siedewasser macht hier keinen effektiven Schaden und das Erdbeben würde gar keinen Schaden machen. Deswegen ist das eigentlich der beste Switch, den Gegner hier hinlegen konnte.
Ich habe hier an dieser Stelle auch predicted, dass der Gegner hier wahrscheinlich nochmal auf die Erhöhung gehen wird, um das Toxin endlich abzustreifen. Deswegen bin ich hier rausgewechselt in meinen Ampharos. Würde auf jeden Fall noch ganz guten Schaden machen. Und an dieser Stelle muss ich auch wieder predicten, denn gehe ich auf die Elektroattacke oder gehe ich auf die Drachenattacke? Leider hat der Gegner in seinem Team zwei Pokémon, die dem einen oder dem anderen komplett resisten würden. Ich habe mich am Ende leider doch noch für die Elektroattacke entschieden, da ich einfach gesehen hätte, dass es zu riskant für den Gegner wäre, in seinen Knacker zu wechseln, denn ein Drachenpuls hätte hier unter Umständen schon gereicht, um es rauszunehmen, denn ein Ampharos macht richtig, richtig fetten Schaden, aber leider hat der Gegner das auch wieder kommen sehen. Das heißt, er kann hier auf jeden Fall einen safen Switch in seinen Knacker hinlegen, resistet komplett meine Elektroattacke und ich bin hier auf einer sehr, sehr schlechten Position, da ein Knackhack sowieso ein super, super gefährliches Pokémon ist. Und ich bin hier tatsächlich gezwungen, ein Pokémon zu opfern und dann nutze ich einfach mal meinen Sumpex in der Hoffnung, dass er vielleicht auf eine Kontaktattacke geht, um so noch ein bisschen Schaden durch den Beulenhemd zu machen, denn es gibt mittlerweile auch im OU-Bereich relativ viele Knackhacks, die einen Fokusgurt tragen. Dieses offensichtlich nicht, da es ein Mega-Knackhack ist. Insofern war dieses Play auch wieder relativ nutzlos und er geht hier sogar auch noch auf die Steinkante, das heißt, so auch nicht mal Schaden von dem Beulenhemd bekommt, deswegen wieder nicht ganz so gut gespielt von mir, aber immerhin, wir kriegen hier einen safen Switch in unser Pinky, unser X-Bug und wir werden da auf jeden Fall diesmal nicht overpredicten, gehen hier direkt auf einen guten alten Sturzflug, das heißt, die Overprediction-Tage sind vorbei, wir machen jetzt nur noch Schaden, wir probieren jetzt nur zu töten und hier sieht man auch, dass ein Sturzflug auf jeden Fall reicht, um dieses Scherox rauszunehmen. Wäre ich doch nur direkt auf den Sturzflug gegangen, als X-Bug das erste Mal drin war gegen das Gardevoir, dann wäre dieses Scherox wahrscheinlich schon längst fertig, ich wäre auf einer so guten Position gewesen, aber diesmal bestrafen wir den Gegner, dass er hier wieder erwartet hätte, dass wir auf die Giftattacke gehen, aber diesmal nicht. Spaß vorbei, sage ich dann nur. Trotzdem hat er hier mit seinem Krebutag immer noch einen richtig, richtig guten Counter gegen dieses schon stark angeschlagene X-Bud, denn er hat die Priorität mit seinem Aquajet, mit seiner Wasserdüse, so ist das Ding auf Deutsch, und wir müssen hier tatsächlich wieder mal ein Pokémon opfern und wir entscheiden uns für das Aeropteryx, das in diesem Zustand wahrscheinlich sowieso keinen großen Wert mehr in diesem Kampf haben wird, und falls der Gegner hier tatsächlich auf den Drachentanz gegangen wäre, was natürlich perfekt gewesen wäre, hätten wir es immer noch outgespeedet, denke ich mal, und dann hätten wir es vielleicht mit einer Kehrtwende auch noch aus dem Kampf nehmen können. Das heißt, meiner Meinung nach war das Pokémon, das ich am besten hier rein opfern konnte. Aber der Gegner geht hier auf Nummer sicher und nutzt die Wasserdüse und nimmt dieses Pokémon raus. Ist zwar ärgerlich, aber so kriegen wir immerhin noch einen freien Switch in unser Wii-Schuh rein und können hier mit einer Kehrtwende erstmal wieder mal die Switch-Advantage beschaffen und uns noch, wie gesagt, mit der Beleberkraft wieder gut auf 100% KP zurückheilen. Der Gegner hat hier sein Rotom reingewechselt, wahrscheinlich die beste Wahl, da es ein physisch-defensives Rotom zu sein scheint. Aber trotzdem kriegen wir hier auf jeden Fall die Gelegenheit, es zu besiegen, da der Gegner keinen richtig guten Switch in unsere Gift-Attacken haben kann. Es wird hier auf jeden Fall zu einem Two-Hit-KO reichen, da der Gegner auch zwei Runden durch die Erholung noch schlafen wird. Das heißt, immerhin kriegen wir hier an dieser Stelle das Rotom raus, was zwar sehr schön ist, aber trotzdem hat der Gegner immer noch relativ viele Threads, die ich hier nicht mit X-Bud drin lassen kann. Und langsam aber sicher gehen mir auch die defensiven Optionen aus, die ich hier safe irgendwie reinbringen kann, die auch noch überleben könnten. Aber mein Gott, wir müssen einfach mal gucken, wie wir die kommenden Situationen handeln. Das Schöne ist auf jeden Fall, dass das Krebutag ein Leben obträgt. Das heißt, einen Krebutag-Sweep wird es hier auf keinen Fall hinlegen können, eben durch den Recoil-Damage seines Leben-Orbs. Und außerdem haben wir immer noch mit Wishu einen Prioritäts-Mogel-Hieb im Set. Das ist egal, wie schnell dieses Krebutag sein wird, wie viele Drachentänze es hinlegen wird. Wir werden trotzdem schneller sein mit einem Mogel-Hieb und es wird höchstwahrscheinlich reichen, um es zu besiegen. Insofern ist das eigentlich gar kein so großes Problem mehr. Was ich hier aber total faszinierend finde, ist, dass der Gegner hier super risky gespielt hat, ist tatsächlich auf den Drachentanz gegangen, obwohl ich eigentlich mit meinem X-Bud hätte weiter auf den Giftstreich gehen können. Das hätte auch auf jeden Fall gereicht, um dieses Krebutag zu besiegen. Deswegen, der Gegner macht hier richtig, richtig schöne Predictions, die auch glücklicherweise für seinen Vorteil laufen. Aber mein Gott, immerhin kriegen wir das Ding endlich raus, denn ein Mogelhieb wird hier auf jeden Fall reichen, um es zu besiegen. Insofern hat der Drachentanz gar nicht mal so viel gebracht. Er hätte auch direkt auf die Wasserdüse gehen können. Es hätte im Endeffekt, glaube ich, genau dasselbe gemacht. Er hätte wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Informationen über mein Team rausgeholt, aber ja, so ist das nun halt. Mittlerweile stehen wir auch einem Gardevoir gegenüber, welches durch ihre Fähigkeit auch unsere Beleberkraft kopiert, was ein bisschen ärgerlich sein kann, denn wenn es jetzt rauswechselt, wird es sich wieder relativ gut gegenheilen. Ich hatte persönlich die Befürchtung, dass es ein Choice Scarf Set ist, also hier auf jeden Fall schneller sein wird als unsere beiden restlichen Pokémon und deswegen wird es uns wahrscheinlich auch komplett sweepen können, aber überraschenderweise wechselt er hier nochmal raus, hat vielleicht auch erwartet,
vermutet, dass unser X-Bud ebenfalls ein Walschall-User ist, aber leider ist es nämlich so, wir tragen ein Walband, das heißt, wir gehen hier auf maximalen Schaden. Wird zwar auf jeden Fall nicht reichen, um dieses Knackrack zu besiegen, das auch relativ bulky ist von sich aus, aber trotzdem, der Schaden ist gut. Wir werden auf jeden Fall die Gelegenheit haben, mit unserem Wishu diesen Drachen aus dem Kampf zu nehmen, aber der Ausgang dieses Matches hängt tatsächlich davon ab, welches Item das Gardevoir trägt. Sofern es ein Walschall trägt, ist es schon vorbei, denn beide Steps würden hier das Wishu auf jeden Fall besiegen. Wir benutzen hier nochmal den Mogelhieb, um einfach noch ein bisschen extra Schaden drauf zu bekommen. Wir werden auch so schneller sein als dieses Knackrack, da wir komplett investiert sind in Initiative, aber ich wollte nicht riskieren, dass hier die Kehrtwende aus irgendeinem Grund ein bisschen zu wenig Schaden macht, um dieses Knackrack tatsächlich aus dem Kampf zu nehmen, deswegen eben der Mogelhieb vorhin, aber jetzt kommt quasi der große Showdown, das Gardevoir kommt rein und wird es ein Walschall tragen, wird es schneller sein als unser Wishu? Wir werden es sehen, die Überraschung ist groß, denn wir werden es auf jeden Fall One-Hit-Killen können mit einem Abschlag, denn so viel HP und so viel physische Defensive hat ein Gardevoir tatsächlich nicht. Was es aber tatsächlich hat, ist ein Walschall, wird also hier auf jeden Fall schneller sein als wir und uns auf jeden Fall One-Hit-Killen mit einem super effektiven Moonblast, mit einer Mondgewalt. Und ja, knappes Match, das hätten wir theoretisch noch reißen können, aber das Matchup war dann doch ein bisschen zu brutal und vor allen Dingen unsere Predictions waren leider viel zu schlecht, aber vielleicht kriege ich es irgendwie hin, das auf die Krankheit zu schieben. Ich war wirklich ein bisschen groggy an dem Abend. Trotzdem finde ich, war das ein sehr, sehr spannender Kampf, sehr schöner Kampf, auch wenn ich leider gar nicht mal so viel von meinem Team zeigen konnte, wie ich das gerne hätte. Aber ich glaube da auf jeden Fall dran, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, dieses Team zu spielen. Und ich werde weiter ein bisschen dran feilen und vielleicht in den kommenden Matches vielleicht nochmal eine schöne neue Alternative von diesem Team. Ich überlege vielleicht, das nach Tara gegen ein Florges auszuwechseln oder vielleicht sogar gegen ein Chevron, um noch ein bisschen den Gras-Typus mit ins Team reinzubringen. Aber mal gucken, wie sich das Team entwickeln wird. Auf jeden Fall bedanke ich mich sehr, sehr herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es war nicht ganz so qualvoll für euch, mir zuzuhören mit dieser extrem nasalen Stimme, mit diesen nervigen, unterdrückten Husten. Aber hoffentlich gibt es bald wieder eine Folge mit einem super fitten Steve Parker und nicht so wie heute, der einfach aus dem letzten Loch pfeift. Ich bin aber sicher, irgendwann kriege ich es auch hin, diese Krankheit hinter mich zu bringen. Es geht mir auf jeden Fall heute viel, viel besser als die Tage davor. Da war ich wirklich fast am Ende meiner Kraft, aber trotzdem möchte ich euch nicht um ein schönes, spannendes Pokémon X und Y Wi-Fi Battle bringen. Wie immer an dieser Stelle kann ich doch nur wieder auf die Videobeschreibung hinweisen, wo ihr mehr Informationen über diesen Kampf, über mein Team, über alles, was überhaupt mit diesem Kanal zu tun hat, findet. Deswegen schaut einfach mal rein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also nochmal herzlichen Dank fürs Zusehen und vor allen Dingen herzlichen Dank für 4000 Abonnenten. Wie gesagt, ich bin super, super baff, dass es so geil geklappt hat mit dem Kanal. Und bei 5000 Abonnenten, kleines Special, wahrscheinlich Livestream auf Twitch mit Facecam, nackt. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall, nochmals, danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns demnächst. Macht's gut. Bye, bye. Hoffentlich dann gesund. Bis dann. Tschüss.